Willkommen zurück zu Drakensong Online, zu einem ganz kurzen Update vom Test-Server. Und zwar ist es so, hier unten sieht man das schon, es gibt einen bestimmten Buff, da diesen 1-Stunden-Buff, gehen wir noch nicht drauf. Und dieser Buff beinhaltet, jetzt gehe ich doch drauf, zack, dass man tatsächlich 100% mehr Kleeblätter bekommt. Dauer von dem Buff geht 2 Stunden lang. Diesen Buff, es ist der zweite... Das ist die zweite Quest, die es vom Gnob gibt. Das heißt, als Egghunt. Da kriegt man quasi einen 2-Stunden-Buff. 75 Drakenkerne, 125 Draken und 5 Lockpicks. Man muss dafür 500 Eier abgeben vom, von diesem komischen falschen Event. Von diesem Event. Ich habe davon noch ein paar rumfliegen. Hier vom ersten Fortschrittsbalken. Da gibt man einfach ein paar Eier ab. Man muss. Entschuldigung. Man muss 10 Trolle töten, Ostertrolle, die sind in den Maps verteilt. Nicht immer ist einer da, aber ich schätze mal so grob 70% ist ein Troll da. Und man muss die Chefs von den Festival Crashern in den geheimen Grotten muss man 7-mal töten. Davon sind jedes Mal 2 Stück auf einer Map, da wo immer diese runden Plattformen sind. Das heißt, man muss 4 Runden lang da reingehen. Dieses macht man außerdem bei und diese Eier, das ist halt wahrscheinlich das, was am längsten dauert, 500 Eier zu sammeln. Und man kriegt dann quasi diesen 2-Stunden-Buff. Das Schöne ist an dieser Quest, sie ist wiederholbar. Das ist richtig geil. Diese Quest ist einfach pauschal wiederholbar. Das heißt, hier kann man auch relativ gut Draken farmen, weil wenn man ganz viele Eier hat, das kriegt man relativ gut hin. Ja, und aus den Grotten kriegt man auch übrigens, je nachdem, in welcher Grotte man ist, kriegt man eine Eier raus. Ich habe jetzt, falls ich eine andere Machtgrotte habe, natürlich dieses andere Machteier, dieses Schuppenei bekommen von so einem Troll. Also Dropchance ist, naja, geht so, ne? Und tatsächlich droppen die Trolle jedes Mal 3 Kleeblätter. Mit dem Buff natürlich 6. Die 3 Kleeblätter gibt es sowohl auf Schmerzhaft weiter drin als auch auf Infernal 4. Das heißt, da ist der Drop komplett derselbe. Ist mal ganz interessant. Ich glaube, da werde ich tatsächlich mal den einen oder anderen Zugang für rausknallen, weil du kriegst dann am Ende 12 garantierte von den Trollen plus die paar noch aus der Kiste. Ja, das heißt, du kriegst da pro Runde 20 Kleeblätter oder sowas. Und das läuft mir gerade. Achso, ja. Da läuft mir ein anderer Buff gerade ab, womit ich die Eier gesammelt habe. Wie gesagt, der Buff ist, sobald man es abgegeben hat, wird dieser Buff aktiviert. Und ja, mich sieht man dann nur noch in den Grotten. Das ist richtig, richtig hammer, also hammergeil, diese Quest. Wie gesagt, zusätzlich gibt es noch ein paar Drakenkerne und ein paar Draken. Und ein paar, ne? Ein paar Dietriche. Also diese Quest lohnt sich wirklich. Die kann man tatsächlich mal im Ost-Event tatsächlich gut machen. Also gut, das war halt das kurze Update. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht es gut. Ciao.